die Pestkapelle in Weilheim. Während der Pestepidemie in Weilheim erzählt sich eine düstere Legende um die Pestkapelle. Es heißt, dass die Toten in den Brunnen in der Nähe der Kapelle geworfen wurden, um ihre letzte Ruhe zu finden. Zusätzlich wird von einem mysteriösen Mord berichtet. Ein Mädchen wurde ermordet und in einen Brunnen geworfen, während ihr schwarzer Hund am Tatort heulte und den Pfarrer als Mörder entlarvte. Die Bewohner versprachen jährlich, eine Messe am Vorabend des Sebastiantages zu feiern, um von der Pest verschont zu bleiben. Der pechschwarze Hund mit den feuerroten Augen soll noch heute nachts durch den Wald streifen und die düstere Geschichte lebendig halten. Daher erhielt die Kapelle den bezeichnenden Namen Pestkapelle. Die Geschichte könnte auf wahre Begebenheiten basieren, aber es besteht ebenso die Möglichkeit, dass sie pure Einbildung ist. Was glaubt ihr?